Herr Kollege Jung, entschuldigen Sie bitte, ich werde darauf hingewiesen von der AfD-Fraktion, dass es sich um Ihre erste Rede handelt. Die zweite Parlamentsrede. Da müssen Sie in der Fraktion vielleicht mal für Aufklärung sorgen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, es war vorauszusehen, dass Sie unter dem Vorwand, sich gegen Hetze zu wenden, hier heute Hetze gegen die AfD betreiben würden. Und genauso ist es gekommen. Und ich will gerne das aufnehmen und ein paar Worte in eigener Sache sozusagen verlieren. Die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren, steht in einem schweren politischen Kampf. Wir kämpfen, wie es unser Name sagt, für Deutschland, für eine Alternative zur Abschaffung dieses Landes als staatliche und kulturelle Einheit, die Sie alle betreiben, wie Sie hier sitzen, von den Altparteien. Durch ihre EU-Politik, durch Ihre Politik der Masseneinwanderung, auch durch Ihre Energiepolitik, da schenken Sie sich wenig. Es geht also buchstäblich um alles. Und da kann es geschehen, dass in der Hitze des Gefechts und unter dem Eindruck permanenter Diffamierung unserer Partei Dinge geäußert werden, die im Ton unangemessen sind. Ja, einzelne Stimmen aus dem Gesamtkonzert der Partei haben in den roten Bereich hinein übersteuert. So viel Selbstkritik muss sein. Aber ich sage mit eben solcher Klarheit, dass wir uns sicher keine Moralpredigten über Hetze und Rassismus von einer Partei anhören müssen, die wie die Grünen es nicht für nötig befindet, die von Deutschland Hass triefenden Tiraden eines Denis Yücel mit einer Silbe zu kritisieren, der den Deutschen ganz offen das Volkssterben wünscht. Verurteilen Sie das endlich als die rassistische Hetze, die es ist. Dann können wir ernsthaft mit Ihnen über diese Themen diskutieren. Vorher nicht, liebe Freunde. Und ich schweige jetzt von Frau Bundestagspräsidentin Claudia Roth, die auf einer Demonstration mitläuft, wo Deutschland, du mieses Stück Scheiße, zu lesen ist. Das ist ein Kapitel für sich und das ist eine Schande für dieses Hohe Haus, meine Damen und Herren. Und dann hören wir heute hier allen Ernstes, wir treten den Holocaust mit Füßen. Also sind Sie von Sinnen, meine Damen und Herren. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung und Sie werden sehen, wir haben die Stolpersteine für eine würdige und eindrückliche Form des Erinnerns an die Opfer des Nazi-Terrors bezeichnet. Aber die Grünen, bei denen führende Exponenten eng mit dem Linksterroristen und notorischen Antisemiten Dieter Kunzelmann verbunden waren. Von einer solchen Partei müssen wir uns keinen Antisemitismus vorwerfen lassen. Eine Partei, die eine hirnrissige Migrationspolitik bejubelt und beklatscht, die dafür sorgt, dass der arabische Antisemitismus nach Deutschland importiert wird, dass auf Deutschlands Straßen Hamas-Juden ins Gas gerufen wird. Ein himmelschreiender Skandal, meine Damen und Herren. Hier lassen wir uns keinen Antisemitismus erklären. Und die AfD ist die einzige Partei, die dagegen wirklich effektive Maßnahmen zu unternehmen verspricht, die dafür sorgen wird, dass sich Juden wieder sicher fühlen können in Deutschland. Also schweigen Sie uns von Antisemitismus. Und ich sehe heute Herrn Özdemir nicht. Ich sage es ihm in Abwesenheit. Schweigen Sie auch von Heimat, werter Herr Özdemir. Wer seine Heimat wirklich liebt, wie Sie es von sich behaupten, der zerstört sie nicht systematisch, wie Sie mit Ihrem Windradwahn, mit Ihrer Politik der Masseneinwanderung, die unbegrenzt kulturfremde Menschen ins Land holt. Das hat die Kriminalität schon jetzt massiv steigen lassen. Das wird unser Land bis zur Unkenntlichkeit verändern und nicht zum Besseren, Frau Göring-Eckardt, weil diese Menschen beim besten Willen nicht integrierbar sind in dieser Zahl. Also ersparen Sie uns bitte dieses Schmierentheater von gestern. Bleiben Sie lieber bei Toleranz, Weltoffenheit, Antidiskriminierung. Auf diesen moralistischen Neusprech verstehen Sie sich besser als auf Heimat. Das glauben Sie ja selbst nicht mal, was Sie da erzählen.
Und mit einer atemberaubenden Arroganz werfen Sie denen, die die Heimat bewahren wollen, vor, wir seien Rassisten. Ja? Bei Ihnen ist eben der Rassismus immer nur ein Rassismus von Deutschen, aber nie ein Rassismus gegen Deutsche. Und solange Sie es einen solchen faulen, weil eben halbierten Rassismusbegriff kultivieren, kommen Sie nicht einmal in die Nähe des Verständnisses, was wirklich im Argen liegt in diesem Land. Und so werden Sie eine Politik weiter betreiben, die vielleicht nicht in der Absicht, aber doch im Ergebnis letztlich auf einen Rassismus gegen Deutsche hinausläuft. Das ist die traurige Wahrheit. Und ein Wort zur Erinnerungskultur. Ein Wort zur Erinnerungskultur. Herr Kollege, kommen Sie jetzt hier am letzten Satz. Wir sind mit 20 Sekunden bereits über der Zeit. Gut, lassen Sie mich diesen Satz zur Erinnerungskultur noch zu Ende sagen. Wir brauchen eine würdige Erinnerung an die fürchterlichen Gräueltaten der Nazis. Ja, aber die kann nicht gleichbedeutend sein mit der Kultivierung eines Schuldkomplexes, der das Land wehrlos macht. Herr Kollege, gegen jede Beleidigung, jede Vergewaltigung und jede Überrollung. Vielen Dank. Erlauben Sie mir, bevor ich den nächsten Redner aufrufe, eine Geschäftsleitung.